Da ist das Signal. Zu Yamatai. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Ich muss darüber. in Jessup! Hm. Wo ist der hin? Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück.